Hey. Den zeige ich jetzt. Wird meine Raffinier angegriffen. Ich glaube das ja nicht. Ich baue mal Bad Schimmel und helfe dir wegen. So, was? Oh. Das ist meine Raffinerie heile. So, geht jetzt 100 und die bleibt jetzt da auch. Nein. Das glaube ich nicht. Nein, ich ehrlich gesagt auch nicht. So kann man keine Obelisken bauen. Die Türme schießen ja alleine, oder? Ja. Gut. So einfach machen es den Gegner nicht, ne? Unsere Raffinerie wird schon wieder angegriffen. Glaub ich einfach nicht. Nur vorübergehend. Das Ding habe ich gerade gebaut und der macht schon wieder kaputt. Was ist denn das hier für ein scheiß Arsch? Boah, jetzt überall mal so, Raffinerie wieder heile. Der zwei Gebäude, das ist echt lächerlich. So, da wollen wir auch noch einen hin und dann ist gut. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, das tut auf jeden Fall mal schlecht. Da muss ich wohl noch mal reparieren gehen. Ja, ich hab ein paar Raketentürme hingebaut, die... Was zur Hölle? Müssen die sich nicht enttarnen, wenn sie schießen? Wenn es so weitergeht, bin ich echt der Kommando. Wenn den ganzen reparieren hier. Ich bin gerade mal Sergeant. Na, ja, ich bin mittlerweile schon Major. Ich habe da so ein paar Raketentürme gebaut. Nutzen ist erstmal recht zweifelhaft. Wenn deine Turrets übrigens jemanden frecken, kriegst du Frecks dafür. Ja, ich habe noch gar nichts bekommen. Dann hatten die noch nicht so wirklich Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, ich habe so Raketentürme gebaut. Jo, Raketen ist auch in Ordnung. Also ein bisschen Rakets, noch Turret. So, ein bisschen Stealth gehen jetzt hier. Gucken, vielleicht finde ich ja noch eine richtig geile... Oh! Da ist doch jemand. Ich glaube, davon baue ich noch ein paar. War doch eben jemand. Frechheit. Dahin baue ich noch einen. Dahin baue ich noch lustig einen. Was willst du denn hier? Wer? Kommst nicht in unsere Basis. So, jetzt kann ich keine mehr bauen. Limit erreicht. Hä? Das ist meine Waffe. Achso. Ich kann auch C4-Minen bauen. Ey. Hä? Oh, was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Was ist was? Was denn? Irgendwie werde ich gerade nicht sichtbar, wenn ich schieße. Ach, hast du Bug auch? Ja. Und ich wurde schon wieder von jemandem getötet, der unsichtbar ist. Und nicht sichtbar wird, wenn er schießt. Wie geil! Ich bin tatsächlich nicht zu sehen. Wie geil. Ja, scheint Bug zu sein. Der ist aber neu. Da gab er eben ein Update, ne? Und das Menü ist auch noch ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Nein, du läufst mich nicht über, du scheiß Mech. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt nicht mehr sichtbar. Oh. Keine Ahnung, warum die jetzt immer lief. Ich weiß nicht mal, wie lange die nicht lief. Mir ist es eben so aufgefallen. Ja, also die Aufnahme lief irgendwie aus irgendeinem Grund eben nichts mehr. Und jetzt läuft sie wieder. Seltsam. Ich hoffe, sie lief nicht allzu lang nicht. Jetzt habe ich auch noch Feuerschutz bekommen. Wie kann ich von den kleinen Dingern noch bauen? Ich kann dir sonst die Demo geben. Du kannst auch bei einer Demo den Spieler switchen.
Wird nicht notwendig sein. Hoffe ich mal. Wann habe ich das gemacht? Oder hat das Fraps mal wieder alleine gemacht? Oh, ich hab schon alles am Limit. Ah, ich kann auch Minen bauen. Scheiße, ich komm zu spät. Ey, das ist... Der Bug ist göttlich. Komm, reparieren das Ding. Irgendwie kriege ich gerade nicht so wirklich Erfahrung, wenn ich das Ding repariere. Mache ich falsch? Gott, dauert es lang, die Dinge zu reparieren. Kurz nach 10. Oh, jetzt kriege ich Erfahrungspunkte. Hey. Reparier dich, du Ding. Reparier dich. Boah, geh halt schneller. Ja, ich hoffe, die Aufnahme wieder, ja. Wird schon gehen. Das ist so, der Bug ist so krank, ey. Toll. Super Bug. Wenn man unsichtbar ist und stirbt, dann bleibt man irgendwie unsichtbar oder so. Ja, keine Ahnung. Muss ich noch laufen? Ich stirb da nicht mehr, weil mich keiner mehr sieht. Aber wenn du stirbst, dann sieht man dich wieder. Deswegen darf ich jetzt ja nicht sterben. Hol die Ionenkanone. Ja, das ist eigentlich die Idee. Sag ich doch. Ah, du scheiß Obelisk, ey. Der sieht dich noch. Ja. Volles Blaulicht. Oh, sie ist voll repariert. Kann ich ja aufhören zu reparieren. Das ist so krank, ey. Wie mich kein Mensch sehen kann. Alles am Limit repariert, aufgebaut, alles klar. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Schade, dass man Gebäude nicht wieder aufbauen kann. So, jetzt hole ich mir Stealth Trooper! So, da ich jetzt so schön Stealth Bug bin, nehme ich mir jetzt eine Iron Cannon. Nein! Ah! Das ist ein Lupe! Was? Ups! Jetzt war ich meine Waffe nicht sehen! Scheiße! Was hast du jetzt gemacht? Oh ne! Wo hast du das Ding gelegt? Unser Raffen nach hier. Oh toll! Da macht sie's gut! Ich dachte, ich hab eine andere Waffe, ich sehe sie ja nicht! Sorry. Oh Gott! Jetzt sehe ich meine eigene Waffe auch nicht mehr. Oh nein. Da passiert nichts, ist doch unsere. Ich hab noch einen gefreckt, yeah! Oh Mann, ey. So, wie kriege ich jetzt meine Granaten? Ah, da sind sie ja. Oh, das ist voll komisch hier zu spielen, wenn man nicht weiß, was für eine Waffe man gerade trägt. Braucht man nicht wissen. Nein, du lässt mich in Ruhe. Yeah, ich habe ihn gefragt. Oh, ich sollte vielleicht von meinem C4 mal etwas weggehen. Ich habe auch eine Sniper-Reife, fällt mir gerade auf. Ah, Flammenwerfer, dieser Hurensohn. Toll, ich brenne.
Wir haben zu viele Waffen, stelle ich fest. Fracket. Ja, ich habe ihn noch gekillt. Cool. Ja, yeah, klappt's auf dem Arsch. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Was ist das? Mach jetzt mal die ganzen Defenses kaputt beim Gegner. Military Shotgun. Remote C4. Boah, yeah, genau was ich. Oh yeah. Bomb Squad Gun? Zum Entschärfen. Achso, okay. Alles klar. Ich hab gedacht, damit kann man vielleicht irgendwie so Bomben schmeißen oder so. Remote C4 hast du nur als Demolitions Expert. Oh, der scheiß abgefuckte Obelisk. Vergesst den immer. Einfach ignorieren. Nein! Sau! Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man das Tiberium direkt an der Basis oder weiter weg bringt? Oder ist das immer dasselbe? Kriegst immer dasselbe Geld. Ist ja voll für Arsch. In der Mitte ist wohl für die Leute, die das in der Höhle nicht finden. Lauf rein, lauf in mein C4! Scheiß Arschloch. Ach, jetzt weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Mein Stealth-Pack ist weg. Was ist ein Technik-Hand? Damit kannst du reparieren. Okay. Wie gerne. Was denn, keine Gauss mehr? Sieht schlecht aus. Super Shotgun kenne ich schon. Ich will nochmal den Stealth-Bug haben, der war toll. Der hat mir gefallen. Wir haben so viel Auswahl noch, stelle ich fest. Riffleman. Ja, yeah, ich hab ne Ja, ich hab schon unglaublich viel Punkte gesammelt. Gar keinen. Gib mir mal das, Baby. Geht langsam die Kohle aus, muss heute der Sammler werden. Brauchst Kohle? Ich hab noch 1500. Och, Kohle kannst du kriegen. Ich hab Doppelshotgun, was brauch ich noch? Kohlen. So, nun hast du Kohle. Oh, wo ist die hier? Was hast du gemacht? Gespendet. Ich stelle fest, mit der Schrotflinte gegen einen Orker zu kämpfen, ist keine gute Idee. Nee, das ist nicht wirklich keine gute Idee. So, wo komme ich jetzt ins Feld? Oh ja, jetzt stirbt gleich unsere Raffinerie. Back to field! Was, ich muss noch eine Klasse wählen? Ja, dann schon wieder nicht sichtbar, glaube ich. Meine Fäuste sind nicht zu sehen. Bin ich schon wieder unsichtbar? Cheater! Die sterben alle immer nett, wenn ich auf so schieße. Läuft irgendwas falsch. Aber gewaltig. Oh, Munition, die nehme ich auch gleich mal mit. So. Sollte ich aber dran denken, wieder auf meine. Macht Riesenexplosionen, aber irgendwie bringen die gar nichts. So. Was? Die ist doch nicht auf mich. Boah, 190 Helfer hab ich, cool. Komm schon wieder in so ein Kack-Orker. Cool, 190 Helfer haben. Cheater. Mach dein Heck aus. Ich bann dich. Ich bin Kommando. Willst du was Höheres? Super, alle ihre Gebäude sind bei 100%. Das können wir jetzt mal ändern. Ich habe jetzt eine Iron gekauft.
Ja, wo bist du? Ich hab mich in die War Factory geschlichen. Da bin ich doch gerade in der Nähe. Und hab Stacheldraht entdeckt. Auch interessant, dass ich 200 Stealth Ammo hab. Ey, das Ding ist so verbuggt. Okay, you fail it! Zum dritten Mal. Ich glaube, ich habe noch nicht einen einzigen gekillt. Wir haben auch nur noch Scheiße zur Auswahl. Was ist denn jetzt los? Wieso hab ich den jetzt noch gefragt? Na, den kann gut. Oh, ich glaube, wir haben verloren. Och, Manu, jetzt hab ich da so eine schöne Eien gelegt, ey, und jetzt. Wo steht denn mein Frags? Wo bin ich denn? Bin ich denn? Ich sehe mich gerade nicht. Ah, ganz oben. Du hast zwei Frags. Yeah, bin ich gut, ey. Zwei Frags, yeah. Ich schau mal kurz nach der Aufnahme. Jo, mach das. So, Aufnahme, ja, fehlt nur 2 Minuten. Ja, dann ist das ja nicht schlimm. So, und ich bin auch im roten Team. Puh. Ich nehme jetzt erstmal Sammler. Lass mich sammeln. Das ist die Währung. Gott, die ganzen guten Leute sind im blauen Team. Ich bin im roten, das reicht doch. Meine epischen Skills habe ich doch eben schon unter Beweis gestellt, oder nicht? Oh, ist das die Beerdigung weit weg? Was ist denn das für ein Mist hier? Kackmap. Ja, das ist ein bisschen weiter weg hier. Ist ja fast wie CC hier. Ich bin der Meinung, man soll als Sammler nur in der gegnerischen Base sammeln können. Dann wäre das Ganze viel realistischer. Manche kommen ja auf die Idee, ihre Mini-Ref in der gegnerischen Basis zu bauen. Also, gegnerischen Tiberium-Feld. Und baut dann da Turrets. Ja, so wenn du die Turrets weglässt, ist das doch gar keine schlechte Idee, oder? Das ist schon eine fiese Idee, weil die, wenn du Turrets auf bei deren Tiberium-Feld hinstellst, das ist echt gemein. Nee, ich meine jetzt ohne die Tiberium, ohne die Turrets hinzustellen, wäre so eine geniale Idee, oder? Oder, ah ne, die sind ja eingefärbt, ne? Die Scheiß. Naja, wenn die noch keine Raffinerie haben und bei denen steht eine im Feld, dann ist es eigentlich eindeutig. Muss halt hoffen, dass da keiner was hat. Dass keiner es merkt. Es wird halt Turrets kombiniert normalerweise. Weil dann haben die nämlich Probleme, dann kommen sie nämlich noch nie mal dahin mit die Turrets. Ich hatte gerade eben die Begegnung der unangenehmen Art. Ganz schlimm ist es bei Map 02 hier, wenn die Mini-Raffinerie beim Gegner steht. Weil dann schießen die Türen direkt auf die Gebäude. Das ist ja gemein. Das ist echt gemein, ja. Soll ich ihm nachladen? Kommst gar nicht. Läufst du aus deiner Basis raus und die ganzen Türen feuern auf dich. Coole Sache. Gibt's was Schöneres? Ich hab eine Ghost gefunden. Was hast du gefunden? Oh, Selbstmordkiste. Wie gut, dass ich die nicht eingesammelt hab. Ey, ich hab Accuray bekommen. Oh, du Scheißding. Na warte. Was bringt mir dieses ganze Accuray-Zeug? Ist voll aus dem geklaut. Ach, ja, Quet ist so. Her damit. Super! Was brauch ich denn? So, wo ist der scheiß Orca jetzt? Ich brauch. Gib mir mal den Harvester. Und dann. Wo ist es? Oh, da ist der. Da ist er, der Orca. Yeah! Und voll die Raketen in die Fresse. Ja, das habe ich vorhin bei auch gemacht. Ist aber nicht umgefallen. Oh, noch ein Orca. Oh. Auch schon researched. So, ich hab mir die Orca ein bisschen vertrieben hier. Okay. Und ich muss zurück ins Feld. Back to field. Yeah, back in action.
wo wir das letzte Spiel ließen. Gegnerische Tiberium-Sammler kaputt machen, das macht auch Spaß. Ach, ich greife als Tiberium-Sammler immer die gegnerische Basis an. Oh, ich habe eine Massreife am Arsch gekriegt. Das Ding macht doch gar nichts. Das will bloß spielen. Ja, yeah, oh, ich hab Massreife gefunden. Oh, wenn du Orca siehst, kannst du damit ja drauf schießen. Naja, es ist immer besser.